Was denken Sie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf bestimmte Fragen in der Evolution und Genetik nur ein intelligenter Schöpfer als Urheber als Antwort in Frage kommt? Ich gehe davon aus, dass es möglich ist, denn es gibt einen Beweis dafür. Wenn man sich die Details in der Chemie und Molekularbiologie genau ansieht, kann man die Unterschrift einer Art Urhebers, Designers finden. Einen Augenblick. Richard Dawkins, einer der größten Kritiker der Schöpfungslehre, behauptet also, dass eine intelligente, höhere Kraft uns erschaffen haben könnte? Es kann sehr gut sein, dass dieser Urheber, Schöpfer, eine höhere Intelligenz von irgendwo aus dem Universum sein kann. Hören wir genau hin. Im Jahre 1986, wo die meisten von euch noch nicht auf der Welt waren, war ich bereits Arzt und Wissenschaftler im Weizmann-Institut für Wissenschaften in Israel. Ich untersuchte die DNA von Mäusen, Affen und Menschen. 18.000 verschiedene Arten von Gewebe, von Lebergewebe über Nieren, Muskel und sogar Gewebe des menschlichen Auges. Ich untersuchte sie unter dem Mikroskop. Und zu eurer Information, ein optisches Mikroskop hat eine bis zu 10.000-fache Vergrößerung. Ein digitales Mikroskop wiederum eine bis zu 1.000.000-fache Vergrößerung. Du kannst wirklich in die Zelle hineinschauen. Ein Digitalmikroskop ist nicht die Art von Mikroskop, die ihr kennt. Es ist in dem Sinne ein riesiger Computer und man schaut über einen Bildschirm und kommuniziert über die Software. Und ich möchte es nochmal ganz klar sagen, das ist Wissenschaft und keine Religion. So kommunizierte ich mit der Software und stellte die Frage, welche Kraft die DNA zusammenhält. Die Software gab zur Antwort, dass manchmal Schwefelbrücken auftauchen, welche die DNA zusammenhalten. Manchmal. Dann habe ich die 1-Million-Dollar-Frage gestellt. Hört genau zu. Ich fragte die Software, wann diese Schwefelbrücke auftaucht. Die Antwort der Software war folgende. Es gibt 4 Nukleinsäuren als Basis der DNA-Kette. Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Das sind die Säuren, welche die DNA-Kette bilden. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Und die Schwefelbrücken tauchen in folgender Regelmäßigkeit auf. Alle 10 Säuren gibt es eine Brücke. Alle 5 Säuren gibt es eine Brücke. Alle 6 Säuren gibt es eine Brücke. Und dann noch einmal alle 5 Säuren eine Brücke. Ich war schockiert. Eine Schwefelbrücke, welche die DNA zusammenhält? Ich war überwältigt. Wer kann mir die numerische Bedeutung im hebräischen Alphabet nennen? Übertragen auf die Zahlenwerte des hebräischen Alphabetes ergibt es die Buchstaben YHWH. Unser himmlischer Vater ist in unserer DNA, Yahweh. Wie ein Künstler auf seinem Werk seine Unterschrift setzt, so sagt uns Gott, ich habe dich geschaffen. Unser himmlischer Vater hat jede Zelle unseres Körpers mit seiner Unterschrift versehen. Ich denke, ich habe Gott gefunden.